Hallo, ich konnte Breath of the Wild Let's Play. Das letzte Mal haben wir ein paar Pfeile gefarmt und haben jetzt verdammt viele, was ich richtig, richtig super finde. Normalerweise hat man immer so ein paar kleine Pfeilprobleme, wenn man ich ist. Aus solchem Grund, voll schlimm. Und dann haben wir noch ein paar Schreine gefunden und ich habe hier den übrigens auch noch markiert. Haben wir am Ende noch gesehen, weil ich hier hingeguckt habe, habe ich gesehen, warte mal, den habe ich gar nicht markiert. Das sind andere, oh mein Gott. Aber da gehen wir noch nicht hin, weil die sind noch hier und da will ich noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal zum gelben Schrein. Ja, der hier ist. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir auch noch. Es gibt noch einen ganz anderen Ort, wo ich auch noch hin will. Nur die Frage: Ist der. Der ist dann aber wahrscheinlich hier irgendwo. Nein, wo ist denn der? Irgendwo war. Irgendwo in den Bergen. Entweder. Jetzt bin ich verwirrt. Wo ist denn das? Dieses eine Flugplatz. Dann war es hier irgendwo in der Nähe. Irgendwo. Nein, nein, das war beim Labyrinth sogar. Ich glaube, es war beim Labyrinth. Und da gab es ja irgend so einen riesigen Baum. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier irgendwo ist. Oh, hier ist das Labyrinth, oder? Nein, es ist nicht. Ich bin verwirrt. Und da gibt es auch noch eine Markierung. Das wollen wir auch noch hin. Ja gut, gehen wir dann danach zum Rot, zur Rotmarkierung, würde ich sagen. Ich würde auch mal behaupten, dass wir. Ach verdammt, schon wieder die Karte. Vielleicht mal eine Idee. Na. Okay, ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht eine gute Idee, von hier aus dann zu Fuß dahin zu laufen. Aber nicht, wenn da Hyrule Schloss im Weg ist. Weil das ist natürlich erst Super Endgame, wo ich noch nicht hin will. Nicht, dass wir da noch irgendwas Komisches triggern oder so. Ich weiß ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Und bevor ich aus Versehen irgendwas triggere, mache ich es halt lieber nicht. So. Also. Eigentlich könnten wir auch da oben auf den Berg kurz drauf, bevor wir da runter gehen. Von da aus dahin fliegen. Ich sehe auch, hier ist ein bisschen Wasser. Hoch, da. What? Das hat mich gerade voll erschreckt. Okay, da hinten ist ein Schrein. Da waren wir schon. Ist so. Der nächste Schrein ist natürlich so nah dran, okay. Interessant. Gut zu wissen. Da ist schon. Hab ich. Ist es der markierte? Okay, danke. Und hier ist der andere markierte. Okay, gut. Nicht, dass ich jetzt aus Versehen einen sehe und ihn nicht markiere. Wäre natürlich doof. Egal, erstmal hier oben. Von hier oben können wir dann den auch markieren. Können wir auch zu dem Schrein hin. Vielleicht sehen wir von hier auch noch ein bisschen mehr. Und wollen wir eigentlich dahin? Ist das ein Gegner-Ding? Eigentlich nicht, oder? Nee, kein Bock. So, und hier ist kein Krog, oder? Mano. Aber jetzt erstmal kurz umschauen. Hier ist ein großer Baum. Da will ich hin. Ich werde sowas von vergessen. Aber ich habe keinen Bock, da jetzt eine Markierung zu machen. Darum scheiße ich jetzt erstmal drauf. Vielleicht vergesse ich es auch nicht. Erstmal Richtung Schrein. So. Ah, fuck, wir wollten. Mir fällt auch gerade wieder ein. Wir wollten ja Erinnerungen auch mal nachschauen. Aber immer, wenn wir dann Zeit hätten für Erinnerungen, kommt jemand in den Kommentaren und sagt uns was Cooles. Dass ich dann lieber mache. Und dann kommt es wohl doch nicht zu der Erinnerung. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich meine, zu den Erinnerungen kommen wir trotzdem noch. Aber wenn halt schon jemand was in den Kommentaren sagt und sagt, hey, da kannst du das und das machen, dann mache ich das natürlich auch. Warum nicht? Ja? Warum nicht? So. Ey, Kollege. Hier sind Äpfel. Und die Äpfel will ich haben. Geh sterben. Ja, er musste dafür sterben. So. Wir müssen auch noch irgendwann zurück, weil der Hunty hat uns verraten, dass wir bei diesem einen Dingens, bei diesem einen Ort, wo ich habe jetzt vergessen, bei den Jägerleuten, da gab es auch ein Rätsel mit Äpfeln. Müssen wir auch noch machen. Aber ich weiß noch nicht, wann ich da zurückgehe, weil da können wir uns ja nicht hin teleportieren und wir können hier. Hier sollte man wahrscheinlich mit Feuer die wegmachen. Oder halt einfach mit Rivalis Sturm. Semrat Schrein. Ja. Ich finde ganz cool, dass jetzt hier automatische Markierung weg ist. Weil es hat schon gesehen, hey, er hat den Schrein markiert, er hat ihn entdeckt. Also geht die Markierung weg. Finde ich ganz cool. Magnet-Mogul. Klettern. Ja. Nehmen wir diese Magnet-Mogule. So. Hallo Schrein, bitte kein Kampfschrein. Okay, kein Kampfschrein. Ein Laser-Schrein? Willkommen, Pilger, mein Name ist Semrat, im Namen der Göttin Hylia soll sie geprüft werden.
Der richtige Zeitpunkt. Oh, Timing. Shit. Shit! Timing ist nicht so. In dem Spiel bin ich zu dumm zum Timingern. Oh, ich verstehe. Laserstrahlen. Die Taste. Ich habe jetzt übrigens meinen Pro-Controller wieder, aber ich muss mich gar nicht drücken, oder? Ja. Okay. Muss man das verstehen? Ich verstehe es, ich bin so schlau. Können wir eigentlich? Ja, natürlich können wir. Wir machen so. Und dann machen wir so. Und dann bewegen wir uns einfach hier. Oh, okay. Egal, vielleicht schaffen wir es trotzdem noch vom Timing her. Was wir übrigens auch noch machen müssen, ist schauen, ob hier irgendwo in der Nähe Kisten sind. Geschafft. So. Und Kisten sind dann wahrscheinlich auch hier, was ziemlich doof ist, weil da bin ich jetzt nicht mehr. Oder? Nee, nicht mal. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir das hier wahrscheinlich einfach nur hier drauf tun sollten. Und dann war es das auch schon. Mein Gott, es fliegt gleich wieder runter. Dann haben wir es schon geschafft. Irgendwas ist falsch. Irgendwo ist eine Kiste. Gott verdammt. So, bleib drauf. Danke. Gott, muss wirklich jedes Mal die Animation kommen? Das ist wirklich ein bisschen behindert. Ein bisschen dumm, okay? Ein bisschen doof. Was soll das denn? So, jetzt aber. Wo? Hier unten. Warte, hier oben. Ich hab's gerade gesehen. Keine Magnetkiste. Was sollen wir das jetzt machen? Ich meine, das Wasser muss hoch, das verstehe ich auch. Können wir nicht einfach den abschießen? So auf jeden Fall nicht. Dann bin ich jetzt verwirrt. Oh Mann! Na gut, na gut. Wir müssen da echt verdammt schnell sein dann. Aber jetzt weiß ich auch schon. Wir müssen. Moment. Falsches Teil. Falsches Ding. Es muss erst einmal angelasert werden. Okay, das war verrückt. Oh. Zum Glück noch entdeckt. Ich dachte mir schon, hier haben wir noch nicht hingeschaut, da müssen wir mal hingucken. So, ich hoffe, das ist auch die letzte Kiste, die wir hier finden. Also bis auf die andere da. Ich hoffe, es gibt insgesamt nur zwei Kisten. Sonst ist es natürlich ein bisschen doof jetzt. So, was wir jetzt machen müssen, ist ganz schnell darüber. Und dann den Laser stoppen. Glaube ich auf jeden Fall. Und oh. Oder auch nicht. Und wie? Hier runter bringt ja nichts. Wie aktivieren wir denn das Teil? Ich kann ja keine Bombe rüberwerfen. Oder? Kann ich eine Bombe rüberwerfen irgendwo? Kann ich. Kann ich Bomben fallen einfach? Und ich treff's? Oh mein Gott. Ich bin ein Genie. Nice! Das war bestimmt nicht so gewollt, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geplant war. Oh Mann. Oder man kann nie wissen. Irgendwie gibt es so viele Dinge, wo ich denke, das ist bestimmt nicht geplant. Und dann, oh, es ist wohl doch geplant. Okay. Yo, ein ganz normaler Boomerang. Ein richtiger Boomerang. Ha. Huh. Gut zu wissen, dass es sowas auch gibt. Ich meine, ich weiß, dass es Boomerangs gibt, aber. Das finde ich. Die Waffe sieht cool aus, aber ich glaube, Boomerangs sind nicht so cool. Sind nicht so gut. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Ich meine, es ist eine Fernkampfwaffe, wo man keine Munition für braucht. Also, hat's du vielleicht einen Vorteil? Vielleicht mussten wir auch zu dem. Irgendwie. Egal. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Das ist dumm und darum sage ich es jetzt nicht. Kleine Schritte mit dem Pferd. Wow. Warum kleine Schritte, wenn du große Schritte machen kannst? Da! Ah!
Ja, damit du dich besser kontrollieren kannst. Ja, ist mir doch egal. Mann! Ich will aber schnell sein! Ja, von Baumwipfeln kann man sich mit dem Fernglas umschauen, ja. Super. Juhu. So, wir wollten Richtung rote Markierung und wir haben rausgefunden, es ist doof, hier einfach rüberzulaufen. Darum teleportieren wir uns hier hin. Oder was ist das für ein Ort? Wow. Wir schauen auch gleich mal in die Bilder für die Erinnerung rein. Was uns denn noch so alles fehlt. Ich weiß ja, dass uns noch eine Menge fehlt. Aber man weiß ja nie. Monster in der Nacht. Sobald die Sonne untergeht, erheben sich mancherorts Skelette und ähnliche Monster aus der Ebene. Wow, aus der Erde. Ich kann nicht lesen. Ich weiß auch nicht. Ich bin gerade voll am Arsch. Wir haben Sonntag. Wer hat Sonntag angemacht, Mann? Oh nee, wir sind hier doch wirklich im. Hier ist kalt. Wir sind hier im Ort, wo wir nicht sein wollen, unbedingt. Nicht unbedingt. Oh, jetzt können wir eine gute Rüstung tragen. Ist es nachgespawnt? Sollte doch für. Ach so, weil wahrscheinlich Blutmond war, kommen die Teile auch wieder. Ist ja ekelhaft. So, hier gibt es bestimmt auch 100 Millionen. Oh mein Gott. 100 Millionen Kisten, aber ich habe gerade rausgefunden, wir haben eine Karte. Wir könnten hier einfach alles durchsuchen, aber ich habe echt keinen Bock auf. Ich weiß, es gibt noch andere Labyrinthe. Und da habe ich keinen Bock, das jetzige Labyrinth hier durchzudingsen. Nein, danke. Nein, danke. So. Hier ist sogar Musik. Nicht mehr lange wahrscheinlich. Wo will ich hin? Richtung Rot. Was war denn bei Rot? Da war, glaube ich, ein Pfeilzeugs, kann es sein? Und das wollte ich nicht machen, weil ich keine Pfeile übrig hatte. Oder was war das? Werden wir gleich rausfinden. Hier unten stirbt man? Ja, wahrscheinlich, oder? Ich denke mal, da unten ist man tot. Also lieber nicht hingehen. Meine Nase juckt. Warum kann meine Nase nicht aufhören zu jucken? Gott verdammt. Immer beim Let's Playen! Und nein, ich habe keine Allergie. Soweit ich weiß, auf jeden Fall. Mann, Schnief. Da unten. Ich guck da mal. Sieht so verdächtig aus. Das verarscht einen aber nur, oder? Ich muss niesen. Okay, ich habe geniest. Da ist. Das kann doch nicht sein, oder? Hier muss doch was sein. Ich wusste es. Irgendwas ist da. Es erinnert mich an eine ganz bestimmte Stelle in Dark Souls. Und zwar die im Wald. Ja, ich komme schon wieder mit Dark Souls. Tut mir leid. Aber ich habe halt sonst kein anderes Spiel, um es zu vergleichen, bis auf, keine Ahnung. Ein anderes Spiel, womit Breath of the Wild ja auch gerne verglichen wurde, ganz am Anfang, war Skyrim, aber das hat sich jetzt auch schon gelegt, einfach nur, weil das Einzige, was die Spiele verbindet, ist ja eigentlich nur, es ist Open World und man kann überall hin. Das ist ja eigentlich das Einzige, was sich verbindet, Skyrim und das. Oh je, das war möglicherweise nicht so schlau. Ich glaube, ich muss gleich was mit Ausdauer fressen. Es sei denn, ich kann hier stehen. Ich glaube aber nicht. Okay. Nope. Das war natürlich doof. Ich könnte natürlich jetzt runterfliegen einfach, aber. Nein. Oh. Das ist traurig. Stimmt, ich tue ja irgendwie die komplette Ausdauer beim Essen. Ist es egal, was für ein Essen? Weil dann wäre das natürlich richtig cool. Wenn man egal was essen kann und dann kriegt man die Ausdauer zurück, dann sollten wir damit eigentlich gar kein Problem mehr haben. Aber ich glaube nicht, dass es egal ist. Oh Gott, was wirklich? Habe ich wirklich einen Leuen markiert? Bin ich so ein verrückter Vollidiot? Ich glaube, wir sollten es wagen. Großschwert, verdammt. Habe ich eine Einhand? Hier, Eis. Aber der ist es doch vom Eistyp, oder? Meine Nase juckt schon wieder. Ich will, muss schon wieder. Könnten sie ja mal so versuchen. Hey, Boy! Fuck you! Oh shit, das hat gar nichts gemacht. Huah!
Ei! Ei, der macht. Der ist Elektro. Was für ein Arsch. Er ist wirklich Elektro, okay. Aber Mann, ist das halt. Gut, da kann ich es gleich werfen. Dann können wir unser Eisschwert benutzen. Kommst du? Ich kann. Ja, stimmt, ich kann das ja nicht blocken. Hey, du Arsch. Der hackt doch! Ich habe einen Bombenfall voll ins Gesicht gehauen. Mann! Oh shit, ist das Eiselement jetzt weg? Verdammt. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich kann ihn nicht vereisen. Gut zu wissen. Ich lerne langsam dazu. Oder auch nicht. Wir haben schon einen ganz guten Bogen. Ich glaube, den können wir benutzen. Und Feuer ist, glaube ich, keine gute Idee. Nein! Ich will nichts futtern, was zu viel bringt. Hier. Mann! Der ist richtig arschig, der hat viel zu viel Platz. Alter! Wie mache ich das jetzt am besten? Hier. Die heilen mich nicht komplett. Das wäre Verschwendung. Ich kann was gegen Kälte. Das hört sich gut an. Und dann noch so. Und dann kann ich meine Rüstung ändern. In was anderes. Muss mal überlegen, was. Das hier gibt mehr Verteidigung. Es hat Elektropfeile. Und für den Helm könnten wir das behalten. Okay. Okay. Ich hab ihn gedingsbumst irgendwie. Angriff! Bevor er aufsteht. Fuck you! Oh. Nein, der macht. Der hat voll die Elementverteidigung, der Arsch. Okay. Toll. Was war das? Das ist doch ein Cheater. Hier, ich brauche das bessere Schwert. Ich wollte gerade ausweichen. Voll cool und so, ihr wisst schon. Und so wird hier noch die. Uns werden die Heil-Items ausgehen. Ich darf jetzt. Ich muss jetzt aufpassen, was ich futter. Ich darf ihm nicht zu viel Möglichkeiten, das anzugreifen. Fuck you! Ich hasse Leunen. Fuck you. Ich meine, wenn er nicht mehr weghüpfen würde. Ich weiß ja, dass er nichts machen kann, wenn wir nah an ihm dran sind. So. Aber der hat hier zu viel Platz. So. Du kannst gar nichts, wenn wir an dir dran sind. So, fuck you. Fuck you, Kreuzweiße! Oh, der hält viel zu viel aus. Ei, ich war hinter dir, du Hacker. Max Heilung, ja, ja. Wir müssen bald wieder Futter machen. So. So, ich wusste doch, dass es geht. Jetzt voll ins Gesicht! Vielleicht können wir ihm seine Hörner abschneiden. Monster Hunter Style! Was war das? Der hat. Der darf nicht. Ich hab Angst vor ihm. Wird er jetzt stark? Was? Du kannst kein Feuer machen. Das ist gegen die Regeln. Okay. Uns gehen die Einhandwaffen aus. Oh. Einfach angreifen! Bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt, Leuten anzugreifen. Einfach nur, weil unsere Waffen leicht kaputt gehen. Unser Schild ist bald kaputt. Hey, Arschkopf. Schrei doch. Okay, das letzte Mal hat er uns nicht da hinten genommen. Heilige Scheiße.
So. Ha? Hier. Es ist das Schatzschild, ich weiß, es ist eine wichtige, ist was Story-Zeug, ist mir egal, ich setz trotzdem ein. Vor allem jetzt bei den Leuten kann man es benutzen. Okay. Ich hasse ihn. Wir haben bald nichts mehr. Okay. Komm, schon! Dieses Mal nicht. Um so viel extra Damage drauf zu bekommen wie möglich. Fuck you. Unsere Waffe ist gleich kaputt. Boomerang, ist mir egal. Das ist eine Zweihandwaffe. Ich bin am Arsch. Ich krieg gleich Schaden. Warum ist das eine Zweihand? Ich hab. Oh, wir haben noch Zweihandwaffen. Ist nicht so schlimm. Dafür hauen wir ihn rein mit. Hauen wir rein. Okay. What the fuck geht es weit? Wir haben auch Mifas Gebet. Notfalls. Okay. Ihr habt nicht mehr viel an HP-Zeug und alles Mögliche. So. Mir doch egal. Ich kann auch Fernkampf scheiße machen. Das ist ein Problem. Es geht viel zu weit. Ein Wolf, willst du mich verarschen? Geh weg. Was will der Wolf jetzt hier? So, Bombenpfeile. Kommst du? Ja? Oh. Ich hab ihn gleich. Ich will dich verdichten. Ja! Du Arschkopf, du! Ich musste wahrscheinlich ein Foto von ihm machen. Ist mir egal. Ich will's. Leuneherz ist bestimmt eine coole Sache. Ein Chimärenbogen und fucking Lanze, die total bestimmt schimmlich ist. Ich hasse ihn. Hier unsere fucking Boomerang Zweihandwaffe. Hi, okay, wir haben den besiegt. Ich bin stolz auf mich. Auch wenn ich... Nein, um ehrlich zu sein, bin ich nicht stolz auf mich. Schaut euch an, wie viel Futter wir gefressen haben. Wir haben nicht mehr so viel übrig. Und... Heilige Scheiße. Oh Mann. Ich glaub's nicht. Warum war das so ätzend? 23 Minuten, okay. Aha. Also, ich würde sagen, ich beende jetzt mal die Folge. Das nächste Mal machen wir da hinten den Schrein. Und oh mein Gott. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.